Und damit willkommen zurück zu Let's Play God of War Ragnarök. Jawohl. Und was wir jetzt tun werden, wir werden jetzt endlich mal hier mit der Story weitermachen, nachdem wir jetzt ja in den letzten Folgen ganz viel Nebengeplänkel gemacht haben. So, Moment, ich muss da jetzt nochmal eben kurz zurück, weil irgendwas blinkt da. Und das hier muss ich natürlich unbedingt noch eben Dieses mitnehmen. Wappen, es gehört mir. Jetzt nicht mehr, jetzt ist es meins. So, was haben wir da noch? Ha! Schatzkarte komplett. Die Ziehen der Riesen. Ah, gucke mal, siehst du? Hat sich ja gelohnt. So. Okay, so. Wo müssen wir hin? Genau hier müssen wir dann. Oder? Sindris Haus müssen wir hin? Oder müssen wir. Da haben wir wieder nebengefallen, oder? Das Alpenheiligtum. Was haben wir da? Odins Augen in Niflheim. Und was haben wir da noch? Der Schmelztiegel. Obwohl Muspelheim ist eh gesperrt. Alfheim. Sindris Haus. Na, machen wir mal wieder mit der Story weiter, oder? Zu Sindris Haus zurück. Oh, weil die ganzen Nebenquests, die können wir ja später immer noch machen. Die Also, laufen ja nicht weg. sollen wir das Vorgehen besprechen, bevor du den Jungen wieder siehst? Er wird mir sagen, wo er war. Das ist mein Vorgehen. Ha, die klassische Sparta-Diplomatie. Moment. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen und dann ist er 2 Tage lang verschwunden? Genau. Aber der Junge weiß es doch sicher besser als... Unterschätze nicht die Überzeugungskraft von Odin. Er setzte meinem Sohn Lügen in den Kopf. Warum sollte er das bei deinem nicht auch versuchen? Ja. Man weiß halt nie, ne? Vielleicht steckt ja auch Odin und du hinter, sagst diesem hinter dem ganzen. Einäugigen Nussfetischisten, dass er mir was schuldet. Leck mich jetzt und in alle Ewigkeit. Na sieh mal an. Schön, dass du es einrichten konntest, Göttlichkeit. Ich habe den Bogen des Kleinen mit deiner Siegelmagie belegt. Aber dann hatten er und Sindri über irgendwas Streit. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt wen anschreit, aber sie haben es wohl beide verdient. Na gut. Dann schauen wir mal, hä? Na, dann komm mal. Hey, Tyr! Wach auf, du hast Besuch. Warum machst du es dir nicht einfach in Sindris sogenanntem Arbeitszimmer gemütlich, da drüben? Stört ihn das denn nicht? Du solltest ihm mal den Kopf waschen. Und zwar gründlich. Du bist zurück. Wirst du mir jetzt antworten? Wegen was? Wo bist du gewesen? Wen hast du getroffen? Was, Odin? Was? Glaubst du das wirklich? Leugnest du es? Antworte! Warst du in Asgard? Nein! Natürlich nicht! Aber was wäre, wenn? Es ist meine Zukunft, mein Leben. Du bist mein Sohn. Dann vertrau mir doch einfach. Wenn ich dir vertrauen soll, dann sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist ein totales Arschloch. Junge, so wirst du niemanden umstimmen. Er hat kein Vertrauen in mich. Er darf Geheimnisse haben, Mutter genauso. Das ist was anderes. Ihre Geheimnisse erschweren jeden Schritt. Oh, ach so. An sie glaubst du also auch nicht mehr. Es geht nicht um deine Mutter. Du hast mich angelogen. Wo ich das wohl gelernt habe. Jetzt reicht es aber. Seit wann bist du auf seiner Seite? Seit er von euch der Vernünftigere ist. Hört zu. Ich hatte nur überlegt, zu Odin zu gehen. Aber ich schwöre, es ist für einen guten Grund. Es gibt keinen guten Grund, zu Odin zu gehen. Er vernebelt dir den Verstand. Ich würde es für uns tun. Ich muss verhindern, dass was Schlimmes passiert. Es ist schon Schlimmes passiert. Sieh mich an. Und Freya. Und Tyr. Odin hat all das getan. Warum sind auf einmal alle hier so dermaßen am Rumjaulen? Atreus will nach Asgard gehen. Asgard? Ist er auf den Kopf gefallen oder sowas? Toll, dann sind offenbar alle gegen mich. Du musst entscheiden, zu wem du werden willst. Wirst du weiterhin lügen und mir Dinge vorenthalten? Oder bist du mein Sohn? Entscheiden? Ich darf nie entscheiden. Lass mich in Ruhe. Hör zu. Lass mich los! Hör zu. Lass mich los! Was bei allen? Atreus! Ich bin's! Bewahre die Kontrolle!
Jetzt sag nicht, ich muss Atreus spielen. Eiseskälte, Haufen bei der Heerläufer. Ich bin in Midgard. Ja. Wissen wir. Macht nur weiter. Das hilft nur, mich warm zu halten. Ihr trautes Heim. Sauber. So, na komm, ne? Komm, mit dir auch noch mal. So, und du noch. Hopp. So. Ich brauche einen Unterschlupf. Ja, dann schauen wir mal, wo wir hier einen finden, hä? Die Dinger! Wann wurde es hier so schlimm? Skauber! Tja, für den Bullwinter, hä? Komm. Und die halten ja zum Glück nicht viel aus, von daher. Ah, da kommt noch einer. Komm. Okay. Wenigstens will mich nicht alles hier töten. Meinst du? Ich muss mich aufwärmen. Dann überlege ich, wo ich hingehe. Der Pfad der Ausreißer. Unterschlüpfen. Was haben wir da? Das sieht nicht gut aus. Nee. Geister lenken Runenpfeile ab. Eine Art Geist? Junge. Alter. Was willst du von mir? Na komm. So. Was auch immer du bist. Ich bin halt auch einfach komplett unfähig, dem irgendwie auszuweichen. So, komm. Na komm. Hui. Ja, ja. Wo ist er hin? Da. Komm. Okay. Na komm. So. Mehr Raben. Wollt ihr mir etwas sagen? Ja, Odin schaut dir zu. Nehme ich jetzt einfach mal an. Erst denkt er, ich war in Asgard. Dann, dass ich lüge. Ich will dir doch nur das Leben retten, du Sturkopf. Ich muss aus der Kälte raus. Ja, ja, wir suchen dir ja einen Unterschlupf. Ach gut, komm. Dann suchen wir mal einen Unterschlupf. Oh. Und zack. So, und du? Du bist jetzt da schön hinterm Baum, wo ich dich nicht erwischen kann. Na.
Na komm. Jawohl. So, was mache ich mit euch, hä? Oder auch mit dir, der da festhängt. Na egal, komm, wir gehen einfach mal weiter. Wir werden hier schon irgendwo hinkommen, bevor wir uns da jetzt ewig mit aufhalten. Na du? Aha. Wo ist der Typ jetzt hin? Ist er tot? Hm. Okay, da geht's weiter, oder? Hallo. Alter. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Du solltest eigentlich einen Pfeil auf ihn schießen, aber gut. Boah. Also die Pfeile bringen bei ihm eigentlich so gut wie gar nichts. Boah. Na komm. So. Wenn ich Schutz gefunden habe, wo gehe ich dann hin? Gute Frage. Überhaupt erstmal Schutz finden. Das ist halt so. Hallo? Jetzt erzähl mir nicht, ich darf hier noch nicht lang. Wegen diesen Dingern da, oder was? Und der da oben noch, den müssen wir auch noch erledigen. Hopp, komm. Na komm. So. Okay, wir haben immer noch keine. Der ist noch da. Jawohl, jetzt haben wir's. Und dann darf ich jetzt hoffentlich auch mal weiter. Aha. Wenn ich nach Asgard gehe, folge ich der Prophezeiung, in der Vater stirbt. Aber wenn ich zu Hause bleibe, kann ich es auch nicht verhindern. In Asgard könnte ich wenigstens Odin im Auge behalten. Rumspionieren, seinen Plan rauskriegen. Die Kontrolle gewinnen. Ich glaube, Odin ist ein bisschen schlauer als du. Wem mache ich hier was vor? Ich kann nicht nach Asgard. Ja, können schon. Sind das rote Blätter? Freyas Haus? Ach, das ist die Schildkröte, ja. Ein der Zuflucht. Chauli? Nein! Chauli! Bitte! Bitte! Chauli! Hallo, Großer. Ich bin jetzt hier. Keine Sorge. Ich muss dich aufwärmen. Du musst aufstehen, um mich ins Haus zu lassen. Kriegst du das hin? Komm, Chauli. Du musst das tun. Ich kann nicht helfen, wenn du... Hey, Mili! Hey, Mili! Ganz brav! Was für
Buch? Ich weiß, Kumpel. Ich weiß. Es ist kalt hier. So, können wir jetzt untersuchen? Ja. Das Fenster muss zu, bevor ich mich umschaue. Okay. Hat Freya nicht nach dir gesehen? Stimmt. Zu beschäftigt, uns zu jagen. Na komm, wärmen wir dich auf. Aus dem Zeug müsste ich ein Feuer machen können. Okay. So, nehmen wir das dann alles mit? Gehörte das Baldur? Wie Vater wohl ihre Vergebung erlangt hat. Valkyrenrüstung, gehört sie zu den Flügeln an der Wand? Von ihrer Freundin? Was wohl mit ihr ist? Unfassbar, dass sie nie wieder nach ihrem Haus gesehen hat. Und nach dir. Das ist keine Entschuldigung. Kein Geschehen. Wo gehe ich jetzt hin? Ich kann nicht bleiben. Vater darf nicht auch noch sterben. Irgendetwas muss ich doch tun können. Schon gut, Kumpel. Ich glaube, er will zu mir. Alles wird gut. Glaube ich. Na schön. Bin bereit. Bring mich zu ihm. Hätte ich mal schwimmen gelernt, bevor alles zufror. Ja. Odins Raben folgen. Sind wir nun in Asgard? Schauen wir mal. Jawohl, wir sind in Asgard. Hallo? Ich bin da. Odin? Vogel, ist das Asgard? Schön hier. Hey, warte! Na dann, folgen wir mal dem Raben. Die Mauer. Ich bin in Asgard. Warte, ich komm ja. Huch, was haben wir denn da? Oh, nicht sehr freundlich. Hüter! Hüter!
Ich denke mir eigentlich, so in Asgard sollte es eigentlich keine Feinde mehr geben, aber da habe ich anscheinend ein paar falsche Erwartungen gehabt. Ja, komm, ha. Hey Odin, ich sollte doch in Asgard willkommen sein. Tja. Ich weiß eh nicht, was solche ekligen Schleimbolzen in Asgard zu suchen haben. So, komm. So. Na, das hat nicht mehr gereicht, zeitlich. Na komm. So. Was haben wir da drüben noch? Ah, guck mal an. Wo bist du hin? Da bist du hin. Okay. Es ist wunderschön hier. Eine Spur von Fimbulwinter. Genau, von da hinten kommen wir. Oh. Ich sollte lieber weiter zur Mauer. Brauchen wir dich? Ach, wir nehmen dich einfach mal mit. Was haben wir hier noch? Nix, nee, genau, von hier kamen wir ja auch wieder, hä? Gut. Musstest du mich hier lang führen? Anscheinend ja. Na. Komm. Ja, ja. Komm, genau, haben wir dich schon mal erledigt. Ah. So. Was bist du denn für einer? Hm. Hier unten geht's auch noch weiter. Ach, guck an. Gefahr, ich weiß. Verstanden, ich sehe sie. Gauber! So. Und du noch? Das gibt's da nicht. Zack. Gauber! Okay. Was auch immer das jetzt hier gerade war. Aber nun gut. Hopp. So. Okay. Einer hätte gereicht. Warte, ich komme. Ich muss nur da durchkommen. Was genau. Zu Odin sagen. Hallo, ich möchte so etwas wie dein Lehrling sein. Aber das heißt nicht, dass ich dir diene. Oh je. Nicht auf eine Art, die etwas mit einer Prophezeiung zu tun hätte. Oh je. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal wieder einen Cut. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann schauen wir mal, dass wir morgen diese Viecher hier erledigt bekommen. Bis dann.